So, hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute geht's in das letzte Video dieser Serie. Das nächste Video wirst du, so Gott will, von mir direkt aus Bali bekommen. Da bin ich nämlich, wenn du jetzt hier dieses Video anguckst, schon gelandet und werde einen Monat lang von Bali aus arbeiten. Und ja, ganz sicher Podcast-Episoden drehen und auch Videos drehen. Heute, wie gesagt, das letzte Video, die letzte Podcast-Episode von dieser kleinen Reihe, mit der ich dieses Jahr starten wollte, indem ich nochmal meine Arbeit erkläre, meine Arbeit in die Welt bringe, so wie ich dich begleiten kann, so wie ich dich auch gerne unterstütze, sei es in der Selbstliebeschule, sei es im Einzelprozess-Coaching oder natürlich auch in einer meiner Ausbildungen, Coach-Ausbildung oder Heilpraktiker für Psychotherapie-Ausbildung. Ich arbeite großteils so, dass ich mit den Gedanken einsteige. Und so hat die Serie begonnen, nämlich die Gedankenstruktur anzugucken und uns zu fragen, will ich diese Gedanken, die ja meistens eh dieselben sind und die so viele sind, jeden Tag 60.000 bis 80.000 Gedanken, will ich diese Gedanken glauben? Einfach alle. Will ich die einfach alle glauben? Ja? Oder will ich zumindest die Gedanken, die mir mein Leid produzieren, ab sofort nicht mehr glauben? Dann ist es weitergegangen mit der Anleitung, wie du Beobachter werden kannst für dein Denken. Ja? Wie du beobachten kannst, was es gerade in dir denkt. Und dann ging es weiter mit der Frage, ist es wahr? Erste Frage von The Work von Byron Katie. Du hast einen Gedanken, den du ja beobachtet hast und weißt, aha, diesen Gedanken denke ich gerade und der macht mir jetzt gerade meinen Stress. Und dann kommt die Frage, ist es wahr? Ja, stimmt es überhaupt, was es gerade denkt in mir? Und das vorherige Video von letzter Woche, das ging in die Frage 3 und in die Frage 4. Wie reagiere ich? Ja, und was passiert gefühlsmäßig? Und wie reagiere ich in meinem Leben? Wie lebe ich mein Leben? Wie begegne ich anderen Menschen? Und so weiter. Also alles, was passiert, beobachten, wenn wir diesen Gedanken glauben. Und Frage 4, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Die Frage 1, 2, 3, 4 ist ein Prozess, ja, durch den ich dich, wie gesagt, sehr, sehr gerne durchbegleite. Ich liebe es, Menschen durch The Work zu begleiten, auch mich selbst. Ich mache das nach wie vor immer wieder, ja, wenn ich Stress habe. Und ich gehe in diesen Prozess hinein. Ich treffe unten im schwarzen Loch auf meine Schatten. Ich bemerke, woran es noch hapert, sozusagen, wo ich noch nicht wirklich im Frieden bin mit mir selbst und der Welt. Und ich erlebe, was es zum Erleben gibt in der Frage 3 und tauche dann auf mit der Frage 4, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Und heute in diesem Video möchte ich dich zu den Umkehrungen einladen. Ich habe schon gesagt, vorige Woche, die Umkehrungen, so wie wir sie in The Work machen, kenne ich nicht aus anderen Techniken. Das Prinzip schon, ja, das Prinzip ist weit verbreitet. Ja, wir gucken in den Spiegel, ganz einfach. Ja, und der Spiegel bin nicht ich. Und die Person, die ich im Spiegel sehe, bin ich natürlich auch nicht, sondern nur mein Spiegelbild. Das ist das Prinzip von den Umkehrungen. Aber da wir wortwörtlich Umkehrungen machen, ja, also wirklich wortwörtlich umkehren, geht es ganz, ganz direkt zurück. Ja, ganz, ganz direkt. Und ich finde, und das ist der Punkt jetzt, ich finde meinen eigenen Anteil an dem Geschehen. Wir nehmen jetzt ein Beispiel, mit dem ich dich auch übrigens einlade zu beginnen. Ja, ein Beispiel über eine andere Person. Meine Mutter kritisiert mich. Ist es wahr? Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass es wahr ist? Wie reagierst du? Was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und wer wärst du ohne diesen Gedanken? Ja, die vier Fragen immer zuerst. Und dann kehre ich um. Meine Mutter kritisiert mich. Umkehrung. Ich kritisiere mich. Leute,
Das ist der Wahnsinn, wenn man das mal verstanden hat, dass das tatsächlich immer stimmt. Immer. Ja. Er schlägt mich, ich schlage mich. Sie hat mich betrogen, ich habe mich betrogen. Er hat mich missbraucht, ich habe mich missbraucht. In der Situation. Ja, nicht unbedingt in eine andere Situation gehen und bitte, bitte keine Schuld hier reinbringen. Es geht nicht um Schuld. Ja, du bist nicht schuld, weil du es getan hast. Sondern es geht darum, rauszufinden, wie ich schon gesagt habe, was ist mein Anteil an diesem Geschehen? Meine Mutter kritisiert mich, Umkehrung, ich kritisiere mich. In dieser Situation darf ich dank The Work herausfinden und darf ich finden, wie ich mich kritisiere. Und stell dir mal vor, wenn ich meiner Mutter unterstelle, was es ja in 99% der Fällen ist, dass sie mich kritisiert. Natürlich kritisiere ich mich dann selbst, denn ich glaube ja zu verstehen, dass sie mich wegen diesem und jenem kritisiert. Und wenn ich glaube, dass sie das und das meint, ist ja das, was ich glaube, irgendwo in mir. Ja, das ist so einfach, dass es schon fast unglaublich ist, dass ich tatsächlich, glaube ich, 42 Jahre alt werden musste, dass ich das verstanden habe. Ja. Aber zack hat es gemacht. Ja. Ich habe das Gott sei Dank relativ schnell verstanden und dann einfach nur gedacht, du meine Güte, ja, was ich alles mache. Ich kritisiere mich, ich schlage mich, ich beleidige mich, beschimpfe mich damals gerade, ich betrüge mich, ich nehme mich aus wie eine Weihnachtsgans, ruiniere mich. Wow. Das war echt ein Erwachen 2008, 2009. Ja, und dieses Erwachen dauert noch immer an. Denn immer wieder habe ich Gedanken, er hätte oder sie hätte oder sollte oder was auch immer oder ich sollte. Ja, die Gedanken über mich selbst sind ja auch nicht wahr. Und ich erkenne den Anteil dran, indem ich umkehre. Umkehre zu mir zurück oder wenn ich eben Ich-Satz habe über mich selber, dann zum Gedanken umkehren. Erkläre ich dir gerne näher. Also die Umkehrungen sind für viele sehr, sehr schwierig, aber in Wirklichkeit ist es ganz, ganz einfach, weil du musst es einfach wortwörtlich umkehren. Und wenn du umgekehrt hast, suchst du Beispiele, ja, wie ich das gerade vorher gemacht habe. Also wie kritisiere ich mich, wenn ich gerade meiner Mutter unterstelle, dass sie mich kritisiert? Und dann finde ich zum Beispiel, ja, ich kritisiere mich, weil ich das nicht 100% gut finde, was ich mache. Ja, sonst hätte ich es ihr ja gar nicht auf die Art und Weise erzählt, wie ich es erzählt habe. Oder ich kritisiere mich, weil ich sie ja gerade noch was frage. Und warum frage ich sie, wenn ich mir so 100% sicher bin, dass es richtig ist, hätte ich ja gar nicht fragen müssen. Also ich finde heraus, und sei es auch nur ein kitzekitze kleiner Anteil, ja, es ist völlig egal, wie groß der ist, ich finde heraus, in welchem Moment, ja, in dieser Situation, habe ich mich mit welchem Gedanken oder mit welchem Gefühl oder mit welchem was auch immer selbst kritisiert. Ich gucke mich also in den Spiegel, nur dass ich nicht wirklich einen Spiegel hochhalte und quasi mein Abbild drin sehe, sondern ich sehe meine Mutter. Ja, und auch wenn sie gar nicht da ist, dann höre ich sie äußerlich oder innerlich. Und dann höre ich diesen Satz, den ich Kritik nenne. Und während ich diesen Satz höre, bemerke ich, aha, ich kritisiere mich gerade. Ich möchte das einfach da stehen lassen, weil ich habe es schon so, so, so oft erklärt und ich weiß zutiefst, entweder hat man es jetzt gerade schon verstanden und denkt, boah, geil, super, will ich gleich ausprobieren, oder es ist einfach noch nicht. Ja, alle Beispiele, die ich jetzt nachschieben würde, würden höchstens provozieren, ja, und deswegen mache ich das jetzt nicht mehr, sondern wenn du da noch mehr erfahren möchtest, such's in dir, du wirst es finden. Es gibt immer, immer, immer mindestens ein Beispiel für jede Umkehrung, dass es wahr ist, dass du das machst, was du dem anderen unterstellst.
So, die zweite Umkehrung. Sie kritisiert mich, ich kritisiere sie. Wir vertauschen einfach die Personen bei der Umkehrung Nummer zwei. Ich kritisiere meine Mutter in der Situation, wo ich denke, sie kritisiert mich. Ah ja, klar, oder? Das ist jetzt ja natürlich ganz leicht. Ich kritisiere sie, weil ich denke oder tatsächlich sage, sie soll sowas bitte nicht sagen. Ich kritisiere sie, weil sie so negativ denkt. Ich kritisiere sie, weil sie aus der Angst heraus diese Dinge sagt, die sie sagt. Okay? Ist meistens sehr leicht, ja, wenn man ehrlich ist, das vertauschen und finden, wie habe ich den anderen geschlagen, wenn ich denke, er schlägt mich? Wie habe ich den anderen betrogen, wenn ich denke, er betrügt mich? Wie habe ich den anderen geschädigt, wenn ich denke, er schädigt mich? Ja, das ist meistens sehr, sehr schnell zu finden, wenn du wirklich ehrlich bist und nicht in Prozentzahlen vergleichst. Ja, es kann sein, dass er das zu 99% gemacht hat und du zu einem. Aber wie gesagt, es geht nicht um die Prozentsätze, sondern es geht darum, dass du es getan hast. Und wenn du es getan hast und den Gedanken noch nicht überprüft hast, wirst du es noch immer tun. Ja, also The Work ist auch eins der wesentlichsten, und das ist sehr ähnlich wie Verhaltenstherapie, wesentlichsten Methoden für mich, um mein Leben tatsächlich aktiv und bewusst zu verändern, nämlich mit den Living Turnarounds. Ja, wenn ich erkenne, dass ich mich kritisiere und wenn ich erkenne, dass ich sie kritisiere, dann kann ich doch jetzt aufhören damit. Denn anscheinend bringt es mir Leid. Und deshalb kann ich jetzt aufhören damit. Ja, in jeder Situation, wo ich bemerke, ich tue es wieder, aufhören damit. Und die dritte Umkehrung, sie kritisiert mich, ist die Umkehrung ins Gegenteil, sie kritisiert mich nicht. Ja, man könnte auch das Gegenteil von Kritik nehmen, fördern oder loben oder was auch immer. Aber ich halte es jetzt mal simpel, sie kritisiert mich nicht. Und auch das waren viele, viele Erleuchtungen und sind noch immer viele Erleuchtungen für mich zu entdecken. Meine Mutter kritisiert mich nicht. Sie sorgt sich um mich. Sie drückt auf ihre Art und Weise aus, dass sie möchte, dass ich glücklich bin. Sie möchte mich bewahren von irgendeinem Übel oder vor irgendeinem Übel in der Welt, das es aus ihrer Sicht gibt. Also sie kritisiert mich nicht, sondern sie unterstützt mich, sie fördert mich, sie möchte ihrs dazu beitragen, dass es mir gut geht und dass ich sicher und gesund lebe und gute Partnerschaften habe, gute Beziehungen habe und finanziell erfolgreich bin und so weiter. Und deshalb sagt sie die Dinge, die sie sagt. Ja, ist keine Kritik, kann ich heute sehr, sehr gut sehen. Ja, das ist aus ihrer Liebe heraus, mit ihren Worten, auf ihre Art und Weise. Ja, sie drückt so aus, wie sie es halt ausdrückt. Und ich, und jetzt kommt echt der Punkt, den ich nochmal betonen möchte, und ich, genau wie du und wie alle Menschen, ich verstehe es auf diese Art und Weise, wie ich in mir tatsächlich geprägt bin. Oder einfacher ausgedrückt, wenn ich die Brille aufhabe, ich mache das nicht wirklich gut. Ja? Und diese Brille, quasi das da vorne draufstehen hat, werde ich alles immer sehen mit diesen Buchstaben, ich mache das nicht wirklich gut. Und wenn dann jemand sagt, naja, aber ob das jetzt wirklich gut ist, dann denke ich, oh, ich wusste es, die kritisiert mich schon wieder. Ja? Aber es ist nicht sie, sondern es ist meine innerliche Einstellung, ja, meine Prägung und meine Brille einfach, wo das draufsteht. Die kann gar nichts dafür. Ja, das ist so, so, so spannend. Und ich wünsche dir, dass du das entdeckst in dir mit The Work, mit Meditation, mit The Journey, mit Klopfen, mit Brainspotting oder weiß der Kuckuck, Achtsamkeitstraining. Es ist total egal, womit du das entdeckst. Aber ich wünsche dir von Herzen, dass du es entdeckst, weil dann ist das Leben ein einfacheres, auch wenn du plötzlich bemerkst, was du alles tust. Ja, das ist nicht einfach. Aber du kommst einfacher durchs Leben, weil du nicht ständig nach außen
die Schuld abgibst, ja, und ständig die Verantwortung abgibst und ständig willst, dass sich irgendwer ändert und ständig was brauchst von den anderen Menschen, sondern wunderschön zu dir zurückkommst und endlich erkennst, dass du die Schöpferin deines Lebens bist, ja, und Schöpfer deines Lebens und dass du es in der Hand hast, ob du ein leichtes Leben oder ein sehr schwieriges Leben hast und ob du eher glücklich sein darfst oder eben traurig und verzweifelt sein musst und ob du eher frei lebst oder sehr, sehr eingeschränkt. Um es nochmal, und jetzt schließt sich der Kreis zu meinem allerersten Video, um es nochmal mit dem Höhlengleichnis von Platon auszudrücken. Es ist deine Entscheidung, ob du aus der Höhle rausgehst, ins Licht und die Wahrheit erkennst nach und nach und mehr, wenn deine Augen sich ans Licht gewöhnen. Oder ob du unten in der Höhle sitzen bleibst mit ganz vielen anderen, die sich über die Schatten ihrer selbst aufregen, die vom Lichtstrahl an die Wand projiziert werden. Ich wünsche dir, dass du dieses Jahr als Aufwachjahr nimmst. Ich wünsche dir, dass du hinguckst, wo deine Anteile sind. Und ich wünsche dir, dass du die Gefühle, die in dir schlummern, irgendwo, ja, merklich oder unmerklich, dass du die wieder zum Leben erwächst, ja, und dass du die da sein lässt und dass du sie rausträgst in die Welt und auch anderen Menschen zeigst, wie du dich fühlst. Und ich wünsche dir, dass du mehr und mehr erkennen darfst, wer du wirklich bist, innen drin, in deinem Herzen. Und ich wünsche dir, dass du immer weniger glaubst, was da oben in deinem Gehirn erzählt wird. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du dich spätestens jetzt dafür entscheidest, das, was da oben erzählt wird in deinem Gehirn, nicht mehr zu glauben, sondern immer mehr in die Öffnung zu gehen, immer mehr runterzurutschen in dein Herz, in dein Solarplexus, in dein Bauch, in dein Wurzelchakra, rein in deinen ganzen Körper und wieder mehr zu einem körperlichen, präsenten Wesen wirst, das seine Lebendigkeit, seine wahren Talente und Fähigkeiten in die Welt trägt und im Fluss des Lebens ist. Denn das ist einfach viel schöner da. Schöner, einfacher und die Dinge fügen sich. Ja, das kommt genauso, wie es passt. Es kommt auch anders so, ich weiß schon. Nur anders stresst und bringt Leid. Hier, wenn du im Fluss des Lebens dahin schipperst, kommt es genauso, wo du denkst, so ein Zufall, das passt doch jetzt ganz genau. Oder ach, so ein Zufall, dass ich die Person jetzt kennengelernt habe. Wie schön, das ist doch jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Ja? Das heißt, du wirst Synchronizitäten ganz bewusst erleben und die meisten wirst du als für dich erkennen. Und je erwachter du wirst, umso mehr von diesen Synchronizitäten, von diesen Zufällen, ja, die uns im Leben zufallen, wirst du als für dich erkennen. Ich freue mich auf mein nächstes Video und ich habe noch keine Ahnung, was ich erzählen werde und ich freue mich mega auf die nächste Podcast-Episode und ich glaube, ich werde eine ganz, ganz, ganz schöne Meditation aufnehmen. Irgendwo draußen im Reisfeld, in Bali, auf Bali, da werde ich mich hinsetzen mit meinem Podcast-Player und eine Meditation für dich aufnehmen. Ich verlinke all das, was du brauchst, unter diesem Video. Ich verlinke es unter der Podcast-Episode. Ich freue mich über deine Kommentare, ich freue mich über deine Likes. Und wenn du meinen Podcast und meinen YouTube-Channel noch nicht abonniert hast, tu es bitte jetzt. Es sind spannende Dinge folgen. Tschüss.